Für den US-Ableger der chinesischen Videoplattform TikTok zeichnet sich eine Lösung ab. Die US-Regierung hatte ja den Verkauf der Sparte gefordert und nun könnte der Softwarekonzern Oracle in den USA als Partner von TikTok fungieren. Mehr dazu von Stefan Wolf an der Frankfurter Börse. Eigentlich hatte der Softwarekonzern Microsoft den amerikanischen Arm von TikTok übernehmen wollen und hatte mit der Supermarktkette Walmart auch einen strategischen Partner dafür gefunden. Walmart hätte damit Amazon, dem Online-Einkaufsgiganten, Konkurrenz machen wollen. Aber China hat nun Microsoft eine Absage erteilt, ziemlich rau sogar, und favorisiert nun Oracle als Partner für TikTok. Es handelt sich dabei nicht um einen Verkauf. Oracle soll als strategischer Partner fungieren, wäre also quasi der Datenspeicher in den USA für die Kundendaten, die eben nicht das Land verlassen sollen, wie US-Präsident Trump dies ja befürchtet. Er hat deshalb die TikTok-Geschäfte in den USA verbieten wollen, weil er eben befürchtete, dass Daten, sensible Daten, nach China gelangen. Dabei ist TikTok in China selbst gar nicht aktiv. Es ist nur ein chinesisches Unternehmen, das allerdings in Asien sehr erfolgreich ist. Ob dieser Deal ausreicht, das sei dahingestellt, denn das Ultimatum des US-Präsidenten besagt ziemlich eindeutig, dass er einen Verkauf der US-amerikanischen TikTok-Filiale wünscht bzw. fordert. Eine strategische Partnerschaft, die erfüllt diese Bedingungen erst einmal nicht. Das Ultimatum, das der Präsident gestellt hat, das läuft auch in den kommenden Tagen aus. Das heißt, hier sind noch einige Fragen zu klären, die auch die Börse beschäftigen werden.